Servus und grüß euch. Wir sind heute da am Reitenbachferner und ich bin die Theresa. Ich begleite euch heute wieder durch den Alltag von unseren Seitbahnmitarbeitern. Wir treffen jetzt gleich den Markus, der führt uns ein bisschen umher und zeigt uns ein bisschen was. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal auf die Suche nach ihm. Theresa. Alles klar bei dir? Na, super. Hey, wo sollen wir angehen? Ich werde daheim mit dem Bus angeholt. Schönes Wetter haben wir. Haben schon die Gondeln an den Saal getan. Schon ein wenig gearbeitet. In echten Schubleiter haben wir auch schon getan. Trainieren haben wir schon auch. Ein paar Skistarsen ist schon dabei gewesen. Und bei dem Wetter, wo soll denn der Höhe fallen? Nein, perfekt heute, oder? Ja, sicher. Und was tust du heute da? Ich bin heute da, um dir ein wenig über die Schulter zu schauen. Ich werde dich begleiten und sagen, was du eigentlich so den ganzen Tag da machst. Na super, ich wollte mich eh auch umfahren. Wenn du magst, kannst du gleich mitfahren. Super. Super. Markus, du bist jetzt schon 29 Jahre bei den Bergbahnen Sölden angestellt, als Liftbediensteter. Erzähl einmal ein bisschen, was ist so dein Aufgabenbereich? Was machst du den ganzen Tag bzw. über das Jahr gesehen? Ja, wir sind bei der Schwarzen Schneiderbahn da und im Prinzip ist das Lässige da, dass du zwei verschiedene Bereiche hast. Du hast im Sommer eine Revision, wo du viel Technik, Hydraulik und so Sachen hast. Und im Winter natürlich bist du Dienstleister. Du hast einen Leitenden, gehst Auskunft. Ist ganz lässig. Im Prinzip hast du einen Jahresjob, hast aber zwei verschiedene Jobs unter einem Hut. Und das alles ist schon lässig, das sage ich dir. Wie schon gesagt, 29 Jahre bei der Bahn, das ist eine lange Zeit. Wie hat sich der Beruf seither verändert, vom damals klassischen Liftler, sage ich jetzt mal, bis heute zum Seilbahnbediensteten? Weil da ist ja so viel mehr wahrscheinlich dazugekommen. Ja, im Prinzip 30 Jahre, fast 30 Jahre ist eine lange Zeit. Früher hat es einen Schlepplift gegeben. Und am fix gekoppelten Sessler, am fix geklemmten. Und viel mehr hat es nicht gegeben. Heute, wenn du schaust, es gibt Bahnen mit hohem Instieg. Es ist technisch brutal aufwendig geworden alles. Die Anlagen sind viel teurer, es braucht mehr Personal. Von damals hat sich das Ganze brutal verändert. Was natürlich auch dazugekommen ist, und das muss man nur sagen, ist, früher ist die Dienstleistung kleiner geschrieben worden. Und heute ist sie eines der wichtigsten Punkte. Weil früher sind die Leute oben gekommen, weil es so Skifahren. Und so haben sie gewählt. Heute ist es fast ein Luxussport. Und dort musst du natürlich schauen, die Leute auch ein betreuen und nicht Leute kämen. Und das, glaube ich, hat sich in der Zeit sicher am meisten verändert. Und wie bist du dann schlussendlich bei den Bergbahnen gelandet? Weil ich sage, ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, man macht auch und will Bergbahnmitarbeiter werden. Ja, ich habe eher einen seltenen Beruf gekommen, ich habe Huf und Kunst mitgelernt. Und bin dann auch eigentlich da zur Bahn gegangen, aus verschiedenen Gründen. Erstens, angefangen habe ich damals in der Schlösserei und der Grund war eigentlich auch ein Jahresjob. Ja, natürlich ganz viele Benefits, die es damals schon gegeben hat, die natürlich sehr wichtig waren. Und was ganz wichtig war für mich, ein Jahresjob und im Sommer eben die Möglichkeit in Urlaub zu gehen. Spaß an der Arbeit, glaube ich, kommt für selber, wenn es recht gut, wenn es alles gut passt. Was du haben solltest, bin's, ist glaube ich, also ein Grundverständnis für die Technik. Früher hat man gesehen, ein Hausverstand. Oder? Du hast halt viel unterschiedlich. Du bist manchmal in der Herre, durch die Stützen oben, Rollen tauschen, schmieren, schraufen, kontrollieren. Und bist aber auch nicht dann bei den Klemmen, die Vorbetriebsmittel anschauen. Und ganz viele andere Sachen sind die, wo die technisch richtig gefordert wird. Und danach ist das der Betrieb mit dem Gast. Und das ist eine Dienstleistung. Sehr abwechslungsreich. Extrem abwechslungsreich. Und das ist schon schön an dem Job. Das muss man wirklich sagen.
Ja, Markus, Zeitfahrtbediensteter ist ja eigentlich ein sehr gefragter Beruf. Warum empfiehlst du junge Leute zur Bergbahn zu gehen? Wenn man die Natur mag und ich meine, das Panorama spricht für sich und man mag in einem Team arbeiten mit Mitarbeitern und auch nicht unbedingt kontaktscheu mit Gästen ist, dann ist das sicher ein super Beruf. Und im Wintersport kannst du den Pinsel ausüben. Und jetzt gehen wir eine Runde Skifahren. Ich sehe, ja.